heute Abend als einen alten Freund. Das Gipfeltreffen zwischen den Staatsoberhäuptern der einst verfeindeten Nachbarn sollte vor allem Normalität signalisieren. Für China ist Russland inzwischen ein unkomplizierter Partner. Anders als aus Washington kommen aus Moskau nie Ermahnungen über Demokratisierung und Menschenrechte. Nie hat Boris Jelzin Chinas Tibet- oder Taiwan-Politik kritisiert. Im Gegenzug haben die Chinesen Moskau den Verrat am Kommunismus verziehen, das ideologische Kriegsbeil begraben. Die mächtigen Nachbarn wollen sich nun ganz pragmatisch ihren Problemen widmen. Zum Beispiel an der knapp 4.500 Kilometer langen gemeinsamen Grenze. Noch 1969 gab es hier bewaffnete Konflikte.